mein Ayo, Dicker, was geht ab? Herr Mutti, hey, was geht? Wie geht dir alles gut, Herr Baby? Wie geht's dir, mein Schatz? Alles gut bei dir? Mir geht sehr gut, Alhamdulillah. Ja, sehr schön. Wo weißt du, wie schnell die eine Wunde? Schnell, krass. Fleisch geworden auf einmal. Ja. Frank, wie? War lecker? Wie findest du meine Balenciaga-Oberteil? Balenciaga. Da fehlt ein I, ist abgefallen, weil hast du von Türkei geholt, deswegen diese I ist abgefallen, weil ist nicht original. Doch, ist original. Babbel doch nicht, das I ist abgefallen. Das hier hast du einmal gewaschen, das ist schon abgeblichen. Was willst du mir für erzählen? Und wie findest du meine... Geh mal so ein bisschen nach links. Willst du mir ein bisschen... Geh mal nach links, guck mal nach links. Ja, ja. Schöne Schuhe. Sind das Nike Customs, ne? Wahrscheinlich, ne? Ja, super. Alles Custom. Super. Und sonst, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Lass mal dein Casino gehen, Ayo. In mein Casino? Ich hab mit Casino nichts mehr zu tun. Ich hab ein Dispatch reinbekommen. Was für ein Dispatch? Ach so, bist du mit Zahnika? Ja. Nein, ich bin mit... Mutti, komm mal mit, ich muss dir was essen. Bitte, jetzt kommen da deine Fanboys, bitte, was denn da sagen? Ja, kann ich was dafür? Bitte, lass mich doch in Ruhe. Hoffmann hätte mich auch schon eben. Ich kann hier nichts machen, gar nichts. Ich kann kein Polizei machen, ich kann das nicht machen, ich kann das nicht mehr. Was soll ich denn machen? Wohin soll ich denn mit meinem Arsch? Sag mal, wohin soll ich denn mit meinem schwarzen Arsch? Sag, wohin? Wohin soll ich? Wohin? Was für Hunde, guck dir das an, guck dir das an, was für Fanboys. Deswegen bin ich gegangen. War so klar, dass sie kommen. Ich finde, du solltest Ausreiseverbot kriegen. Ich krieg Ausreiseverbot, so dass ich nicht ausreise. Ich kann machen, was ich will und ich krieg keine Ausreise. Ich habe das an den Zeitungen gelesen. Was denn? Ein paar Blitzer kommen weg. Oh, wow, wie gnädig. Wow. Bei 400 Blitzen ist das ja auch vielleicht mal ein Anfang, ne? Sei mal froh, dass hier nicht wieder Wirtschaftskrise ist, Digga, okay? Dann wäre komplett Feierabend. Ich hab das schon alles überstanden. Mich kann nichts mehr kaputt machen. Verstehst du das? Ich bin doch, abgehärtet. Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Weil ich rechne auch damit, dass ich morgen gekündigt werde bei der Polizei. Und dann, das ist gar kein Problem. Ach so, ich du bist jetzt bei den Amtas, Digga. Richtig. Ich war bei Polizei, ich hab Praktikum gemacht. Und ich hab für dich ein gutes Wort eingelegt bei diesem... Das ist so ein... Der heißt Botländer. So ein richtiger Allmann, wirklich so... Hey, bah, du guckst bah, und du denkst so... Was, yeah, du denkst, ich weiß, was du meinst. Der ist auch richtig provokant. Ja, ja. Nein, der ist provokant, der will dich provozieren. Der ist eigentlich selber Dings, aber der will die anderen immer provozieren. Ekelhaft. Aber ich muss immer Respekt haben, weil ist meine Vorgesetzte. Ich habe gesagt, ein gutes Dings habe ich für dich eingelegt. Eine gute Wort. Ah, jo, warte mal ganz kurz. Yeah. Du hast eine gute Wort für mich. Ich werde angerufen, anonym. Soll ich dran gehen? Ja, nein? Zu risikoreich. Okay. Ich leg auf. Ja. Ich hab das Gefühl, ab morgen passiert das zwar nochmal, aber spätestens ab danach habe ich das Gefühl, dass die deutlich weniger Leute dann in Los Angeles sein werden. Okay. Ja. Ist ja wie auf Grinty. Kann man nicht mehr. Bitte, mehr ha, was? Kann man nicht mehr auf Telefon trinken, wenn man es hat. Ayo, du hast jetzt ein gutes Wort für mich bei der Polizei eingelegt. Wollen wir zusammen, kannst du mich da jetzt bewerben, sagst du? Ich weiß nicht, ob der Botländer, der ist sehr streng. Ich durfte heute auch nicht, guck mal, du musst dir vorstellen. Ja. Du musst dir vorstellen, guck mal, ich war so 3 Wochen jetzt, ich war krank und so. Dann komme ich hier hin, ich bin froh, dass ich meinen Job habe. Und dann sagen die mir, ich kann nicht weitermachen um 1 Uhr. Dann musste ich meinen Job kündigen um 1 Uhr. Was ist das denn? Das ist ja richtig blöd, ne? Du musst dir vorstellen. Hat das auch dieser Botländer entdeckt? Nee, das war der Hofmann, der hat gesagt, wir können keine Praktikanten. Der Sohn dieser Hofmann, wallah, ich sag dir alles. So ab 1 Uhr sagt er mir, darf ich nicht und so. Dann haben die mich jetzt rausgeworfen von Polizei. Sag, komm morgen 18 Uhr. Ich so, morgen bitte 18 Uhr, bitte. Ich küsse nachher, was für 18 Uhr? Bitte. Ja. Warte mal kurz. Hat der geglaubt, du bist morgen 18 Uhr da? Ich sag mal ganz ehrlich. Ich weiß doch selber nicht. Ich weiß doch selber nicht. Was für 18 Uhr da? Da bist du noch tief und fest auf deiner Couch. Weißt du, was ich meine? Sehr fest. Unglaublich. Eigentlich von Frechheit, wenn man ganz ehrlich ist, oder? Ja, das ist. Ja. Aber ist nicht schlimm. Morgen bin ich wieder da. Und morgen können wir uns zusammen bewerben. Beim Herrn Butler. Also, du bist also nur Praktikant hier. Dann lass mal morgen wirklich. Also, Ayo und Hamo, die Dienstnummer 95 richtig. Ist zurück. Ich sag dir, wie es ist, Alter. Einmal offiziell. Um wie viel Uhr ist die Frage? Ja, das liegt bestimmt nicht an mir. Und dann machen wir 19 Uhr. Chalas. Hauen wir voll auf Kacke. Hast du richtig Bock drauf? Ja oder nein? 19 Uhr. Ich sag dir ehrlich, ja. Bitte, ey, guck mal. War jetzt lustig bis jetzt, aber übertreib mich, okay? 19 Uhr. Wirklich, du bist so ein Spielverderber. 19 Uhr, wo lebst du denn? Soll ich dir jetzt sagen, ja, und dann ist nicht, wo lebst du denn 19 Uhr? Sag mal. Ja, hier in Los Santos, mein Junge. Yeah. Wo lebst du denn? Kann man machen. Du 22. tust so, als würdest du auf Madeira im Penthouse wohnen. Weißt du, was meine? Mach doch nicht, bitte, hör doch auf. Ja, yeah, aber das ist halt schwierig, weißt du, weil es sehr, sehr warm hier. Muss ich warten, bis Sonne geht unter. Es ist wirklich noch unangenehm. Gönn doch mal, sei doch wir mal da, Bruder Herr. 22 Uhr, 21 Uhr, komm mir entgegen. Ja, wir reden dann noch mal. Wir machen aber das ich sag dir alle,
Aber dir ist schon klar, ne, dass danach kannst du Los Santos so machen, wenn wir beide im Dienst sind, ne? Dann musst du halt den Bootländer fragen, ne, ob der das dann halt zulässt. Ich hab das Gefühl, der wird nicht da sein, wenn ich da bin. Ich sag dir, wie es ist. Der wird sich halt auch ins eigene Bein schießen, wenn der ja sagt. Wenn du morgen im Dienst bist, ne? Ja. Yeah. Barut, bist du das? Yeah, grüß dich. Was geht? Barut, ist grüß dein Herz. Wie geht's dir? Barut, wie geht's dir? Alles gut? Was geht, Jungs? Was macht ihr? Wie geht's dir, du Pimmelberger? Wie geht's dir, du Glatzkopf? Barut, Digga, du hast mich doch drum gebeten. Ich hab mit den Russen telefoniert für dich. Alles unter Dach und Fach, Bruder. Du weißt, ist klar, das will ich auch. Und meinst du? Bruder, pass auf, die Russen, die mit den dicken Geldkoffern. Das haben für dich alles geklärt, Bruder, Farhut. Ich hab doch gesagt, vertrau mir. Ja, alles gut, Farhut. Der Bre hat alles geklärt. Wusstest du? Ich bin morgen bei Polizei. Nein. Mit Ayo. Ey, wenn du morgen bei Polizei bist, ich sch*** die, Alter. Warum? Die haben mich rausgeschmissen, weil ich... Wie, du willst uns... Warte mal, du wurdest bei Polizei rausgerufen und wir beide kommen rein? Nein, hör auf, Mann, ey. Nein, ich spende dich mal, hallo, pack mal das Messer weg, Amundi, bitte. Pack das Messer weg! Pack das Messer weg. Es hätte keiner was getan! Okay. Und jetzt kann ich die Menschen hier in Frieden, Farut. Ayo, mach mal auf Farut, kannst du das? Wie mach auf Farut? Ja, mach auf mich, ich hab ja auch versucht. Hallo, ich bin Ayo. Ist das dein Ernst? Ja, hallo, ich bin Farut. Ich bin Farut GmbH und ich wurde von der Polizei rausgeworfen, weil ich bin scheiße. Ja, das habe ich. Deswegen haben die mich auch rausgeschmissen. Ich habe eigentlich nie was gemacht. Nie. Nein, du musst dir echt vorstellen, guck mal. Da haben es echt so zwei Deppen wie wir zur Polizei geschafft und du wirst einfach rausgeworfen. Warte mal. Sag jetzt nicht, du bist noch drinnen. Bist du noch drinnen? Ich bin drinnen, natürlich, seit zwei Tagen. Hä, Alter. Ey, der Hoffmann, ich f*** ihn, ich stech den ab. Ich mein's ernst, Junge. Hoffmann, bester Mann, dieser Mann, bester Mann. Hoffmann ist ein F***, und der hat mich rausgeschmissen. Liebe ist der Mann und so, keine Hoffmann Ahnung. Hoffmann ist ein okay. Nein, warte, sag auch noch schön. Ayo, warum hallo. Warum zieht ihr eine Waffe? Ja. Weiß nicht, Mann. Ich bin geschockt gerade gewesen. Du warst eine Ex-Polizist. Du bist Polizist gewesen bis vor ein paar Wochen. Ja, aber ich hab, das passt schon, Bruder. Ich hab auch den Hoffmann abgeknallt am Hafen. Das kann ruhig jeder wissen. Was der? Ja. Ekelhaft, der ist hier unterwegs, der macht so. Wollte gerade sagen, ein Sofahrer und also, warte mal, 31er, ganz, alle mal, sind deine Freunde und 31er. So, 31er. Du widerst uns an, Digga. Das hab ich anders von dir gedacht. Guck mal, jetzt macht er so, damit wir schlechte Gewissen haben. Du bist trotzdem ekelhaft. Er sagt dir wirklich ekelhaft. Ja, gut, Fahrrad. Was geht bei euch jetzt? Spaß beiseite. Und fahr ein bisschen rum, quatschen ein bisschen, bereiten uns auf den Dienst vor. Denn ab morgen heißt Hamo die Tsunami-Dienst Nummer 95 und Audel Ulike Dienst Nummer. Alter Mann, gerade wo ich aus dem PD raus bin, kommen jetzt solche Leute rein, mit denen ich am meisten Spaß hätte. Davor waren immer nur Leute mit Stock im Arsch. Und jetzt kommen ausnahmsweise mal Leute mit Stock im Mund. Und jetzt bin ich nicht da. Ja, aber wir müssten so auf alles korrekt Basis machen und so. Ja, natürlich, Amudi, du und alles korrekt. Du und bitte lass uns das mal simulieren. Ich bin jetzt, ihr seid ein Polizeiauto und ihr macht jetzt eine Verkehrskontrolle. Alles klar. Okay. Guten Abend, der Herr. Einmal bitte rechts reinfahren mit Ihrem Fahrzeug und den Motor ausschalten, ja? Den Motor aus. Einmal aushalten, einmal auf den Bürgersteig kommen. Ja, ich muss den Motor... Ich bin dir f***ing ernst, Digga. Ich sag dir, wir sind Sohn. Hallo. Ja, ich mach doch Motor aus. Sie rennen in die R. Ich sag Ihnen, wir sind... So, einmal so. Die Hände hoch. Tür, einmal die Hände hoch, wir müssen sie einmal kurz durchsuchen nur. Durchsuchen, ja. Genau. Ich sehe schon. Ja, natürlich, einen Moment. Genau. Ich habe mal kurz was im Auto. Wir werden sie tasern, wenn sie. Ermorden, ja. So, jetzt wir hätten dich jetzt schon getasert links, wenn du einmal. Du wärst schon in Handeln. Ich sag dir bitte, du wirst jetzt schon in Handeln. Wir sind schon geklickt, Digga. Ja, richtig. Underwood hat angerufen, was an ihren Mann. Der hat mich auch eben angerufen. Ist denn jetzt? Ach, tatsächlich. Der hat mich auch angerufen. Wer hat angerufen? Underwood, kennst du den nicht? Der Junge ist wirklich einfach anders. Hast du den jetzt gefesselt? Ja, wir wollten doch simulieren. Der wollte doch Simulation. Hier hast du Simulation 1:1. Hier hast du sie. Hier, wir können sie nicht lösen. Jetzt kannst du laufen, du Mach dem hier einen auf Versuch zu fliehen und so Basis. Oh, haben die Bullen gesehen, wie ein Messer gezogen haben? Alter, sind es die Bullen?
Nein, nein, das sind keine Cops. Das Wird jetzt so. Du hast doch Emmische. Und jetzt hättest du es gefunden. Herr Oleg, hol sie selbst den Kampffeli, schnell, Raketen schießen. Er ist gleich so verstanden, den Owen out. So, und dann würden wir jetzt mit vielen Polizeiautos kommen und sie festnehmen und abführen. Genau, und noch Geld drauf reintragen und sie reden auf Ekelhaft. Aber so richtig viel, so richtig bis zum Limit, bis geht nicht mehr. Aber Jungs, wollt ihr euch das wirklich geben, so mit Dienstanweisungen? Auf jeden Fall. Ja, egal, sei es drauf. Klar. Ich sag dir, wie es ist. Wir müssen Leute ein bisschen Respekt beibringen, weißt richtig. Du, was ich meine? Man muss das richtig machen. Ich wir weiß nicht. Sind das Gesetz. Wie heißt der auf Twitch? Edis der Breite. Vorher. Also, er wird hier schon reingeschrieben. Genau, das ist Edis der Breite. Ich bin das Gesetz. Du bist gar nichts mehr. Du bist gar nichts. Ja, recht bist du. Das bist du. Ja, jetzt bin ich ein Du bist doch, ja, bist gerade diese Laufburste von dieser Salzzentrale. Du bist doch diese neue Burzido, ne? Mods, macht Link rein von Edis. Aber Edis ist gerade nicht live. Also, Faro. Das ist der neue Bucido hier von Bilal. Der ist doch bei EGB gezeigt. Jo, was geht? Mein Name ist Enes. Kennst du mich, kennst du mich vielleicht vermitteln mit dem Herr Agabe? Mit wem? Mit Agabe? Ja, weil ich will auch diese Macken rapping. Bruder, schau mal, ich sag dir ehrlich, Agabe ich will auch ist rapping. Cool. Weißt du? Boah, wir müssen noch den Song machen. Warte, rap mal bitte. Ey, ja, Ayo, du musst mal was rappen. Ja, okay. Rap mal. Warte. Ja, du bist nicht necessary, denn die nächste Dido-Strainer. Was ein Dido-Dot? Was das? Gar nichts mehr. So, das ist gibt da mal kein von, ne? Kein Thema mehr. Was der hier macht? Warum guckst du ihn warum an? Lachst du mich aus, warum lachst du? Komm mal kurz. Der macht sich lustig über meine Augenbrauen. Ayo, komm mal kurz. Ayo, komm mal kurz. Was ein ekelhafter Ayo, komm mal kurz. Ayo, morgen, ich sag dir, wie es ist. Wenn wir kommen, wir den ganzen Tag, ich sag dir, wie es ist. Den Sambila, alle seine Familie, seine Mutter, alles. Wir werden alles auseinandernehmen, ich sag dir. Normal machen wir euch. Und wir werden. Diese Mustang macht es kaputt. Wir warten auch, bis der ist richtig da. Normal. Nicht so, wie jetzt gerade diese Hellpässisch. Diese ganz hässisch, weißt du? Normal, warte ab, sobald die Uniform sitzt, dann ist nochmal diese andere Fisch. Natürlich, da haben wir auch noch Rücken. Wir haben unsere Kollegen, das sind richtige Elements. Und du kennst diese Elements. Wenn geht nach Resist, die greifen durch. Tut mir wirklich leid, aber einfach Underwood ruft mich an. Farid, Farid. 464. Auf okay. Mann, der Kelb, Alter. Wer ist Farid? Bruder. Einfach ein Speicher. Warum beleidigst du? Wer hat dich denn jetzt... Wer hat dich denn jetzt nach deiner Meinung gefragt? Halt deine Fresse zum Verwende, bevor ich dich durchnehme, du! Alter, sonst steig mal aus, du kriegst ein Biss in deine Rippe! Steig aus, steig aus, du kriegst Stiche! Du kriegst Stiche, kriegst du, du Hund! Frankfurt, Alter! Steig aus, Jalla! Steig aus! Sag mir, ihr Casino-Besitzer, ihr ehemaliger Casino-Besitzer, Bruder, der Polizist geworden. Was, der Casino-Besitzer? Der ist kein Casino-Besitzer! Ich weiß, ich sag doch ehrlich. Steig aus, wenn du ein Mann bist, steigst du aus. Steig aus, wenn du ein Mann bist. Verpiss dich mal, fahrt einfach weiter. Kennzeichen aufschreiben. Schreib Kennzeichen auf. Deine Mutter, du wirst gefickt. Geklaut, du Kerl. Ich schwör's auf deine Mutter, dass du gefickt bist. Steig aus. Steig doch aus, mein Deuer. Was macht ihr, Mann? Hört doch auf, Alter. Der siehst du nicht, was ein Ekel hat. Was sind das für Menschen? Halt deine Fresse, du Hund. Rede nicht. Wer hat mich gesagt, mein Nick ist ein so Rieden? Nein, ich hab nicht gesagt, mein Ding ist ein Sohn. Auf Mann, Alter, kaufe diese Super, was handelt es im Angebot, Alter, weil sonst kein Geld ist. Aber wird mein, du Hund, voila! Wird mein! Ist nicht mehr meins, das ist so gemein, Alter. QRB777. Merkt ihr das? Bitte, tätowier das noch. Servus, Uli, dein Apparat, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Sag mal, wer hat sich bitte als Cop eingestellt hier? Wie Cop? Warte ganz kurz, Underwood ruft mich an. Ey, Digga, das ist so schlecht, das ist so schlecht. Ich soll das von Underwood, der hat mich angerufen, soll das grüßen. Ja, yeah, der Gruß ist angekommen. Der crazy. Weißt du, wer mich angerufen hat? Ja. Das ist so ein Typ, dem wolltest du meine eine Tankstelle geben damals. Ja. Yeah. Grüß dich, wer ist dein Apparat? Slavik? Ja, David Mason. David Mason. Ach komm, hör mir auf. Grüß dich, David, alles gut? Ja. Wo bist du? Was machst du? Seit wann wir kennen uns doch gar nicht. Wer bist du denn? Ich kenne dich nicht. Ja, ich. Ja. Also, ja, schönen guten Tag. Hallo, mein Name ist David Mason. Wie geht es Ihnen? Hey, Ayo, der Lulik. Ich habe gesehen, Sie sind ein neuer Mitarbeiter von. Ich wollte Sie mal begrüßen. So schlecht. Er wollte ausspielen, dass er mich kennt und ich jetzt gerade. Hallo? Wer sind Sie denn, wenn ich fragen darf?
Senior Officer Mason, ja? Ach, Herr Mason, guten Abend. Ich habe heute im Dienstblatt tatsächlich meinen Blick reingeworfen. Ich habe Sie gesehen damals, ja? Ja, ich habe Sie auch jetzt neulich gesehen. Ja, deswegen dachte ich mal, wir wollten uns mal hier so vielleicht vorstellen, ja? Heißt, ja, ich bin morgen tatsächlich wieder beim PD, Herr Mason. Ja. Hallo, mit wem redest du? Hallo. Okay, ja, ich bin ja auch jetzt außer Pidi. Ich dachte vielleicht, dass Sie hier arbeiten. Oh, mein Handy klingelt auch. Ja, ich verstehe gerade. Warte, ja. Ey, ich mach aus, mal alles gut. Na, mach noch lauter, mach noch lauter. Hallo? Hallo? Hey, Mason. Ja. Mason, Mabel. Mason, Mabel. Ja, hallo? Alle im Traum. Ey, hör doch auf. Warte. So, Mason. Ja. Wir sehen uns morgen im PD. Ja, gut, ne? Okay. Wo haben Sie denn meine Nummer, wenn ich fragen darf? Leitstellenblatt. Okay, wie ist Ihr Name, Dienstnummer? Immer noch Mason. Alles klar, das werde ich jetzt beim Herrn Hofmann melden, dass Sie sich dann die Nummer der Kollegen beim Dienstblatt rausnehmen und Sie privat anrufen. Sie werden morgen ein Gespräch... Ja, ganz schnell geht das. Jetzt geht erstmal der Anruf zum Chef. Ganz schnell zum Chef. So, da wird der ein Polizist weniger, weil wir brauchen ja eh noch Platz für den Herrn Moody. Da wird dann der Platz jetzt gleich frei, ne? Super. Das kann doch nicht sein, dass man den Herrn Hofmann mal anruft und der hat nie Zeit, der geht nicht dran nach dem Dienst. Der macht doch, das habt ihr doch letztens gesehen, der macht doch hier diese Cringe-Scheiße mit irgendwelchen Weibern, der gehört doch auf. Wir gehen jetzt zu seinem Web. Hey, passt auf euch auf, Jungs. Pass auf dich auch auf. Schlaf gut, Dicke. Ey, seid ihr morgen da? Ich weiß nicht, vielleicht morgen, vielleicht in 2 Wochen. Halt dein Maul, Ayo, du kommst morgen. Ja, Ayo, ich ganz einfach, wer morgen nicht kommt, ist ein Sohn, fertig. Okay, kommst du morgen also nicht, ja? Du kommst morgen nicht. Also, ja? Bis denn? Schnell. Ey, Ayo, ich habe eine Polizeisirene, die habe ich. Schau mal, ich habe sie eingebaut. Traktor Murat hat's mir eingebaut. Okay, die müsst du abspielen, wenn. So, stell dir vor, jetzt mit Blaulicht und so alles drum und dran. Yeah. Weißt du, was ich meine? Ein